Guten Morgen. Guten Morgen zu der aufgehenden Sonne hier in Kolumbien, in der Friedensgemeinschaft von San José de Apartado. Viele von euch sind bereits im fortgeschrittenen Bereich des Tages, die jetzt hier lauschen. Und wir haben in dieser Woche die Karte gezogen, heilige Männlichkeit. Was bedeutet das in einer Kultur der Korruption, in einer Kultur des Krieges und der Gewalt? Und so hole ich in meine Seele dieses Bild einer Männlichkeit in mir selbst, in uns allen, die männliche Kraft, die das Leben ehrt und die in der Lage ist, sich mit dem Wissen unserer Ahnen so zu verbinden, dass Kraft entsteht, keine Ego-Kraft, sondern eine Kraft des Lebens, der Anteilnahme und der Liebe. Wir haben sehr viel Schmerz gesehen in der letzten Woche. Wir wurden Zeuge, wie eine Mutter ihren Sohn durch Mord verloren hat. Und wir haben eine große Anteilnahme und Solidarität gesehen von der ganzen Gemeinschaft, die diesen Schmerz gemeinsam trägt. Und es ist eine Kultur, wo die patriarchale Macht so weit fortgeschritten ist im Sinne der Destruktion, des Betrugs, dass es eine große Herausforderung ist, hier den Werten des Lebens wirklich treu zu sein. Es lebt eine Gemeinschaft hier, die in Anteilnahme mit der Natur versucht, das Land zu schützen und sich gegen Vertreibung zu stellen, um eine wirkliche Biotopskraft, eine Gemeinschaftskraft der Revolution, die mit dem Leben geht, weiter voranzubringen. Und man kann sagen, die Korruption nimmt zu, trotz einer Regierung, die eigentlich keine Macht hat, die versucht hat, sich auf die Seite zu stellen einer neuen Gerechtigkeit. Es ist schmerzhaft mit anzusehen, wie sehr global die Friedensbewegung gerade an Macht verliert und wie sehr es Interesse ist der Kriegskultur, uns unsere Kraft zu nehmen. Ich saß sehr oft am Morgen da mit der Frage, woher kommt jetzt meine Handlungskraft, wenn ich mich so schwach, geschwächt fühle? Und immer wieder kommt die Antwort, die Kraft kann immer. Es geht nicht um deine eigene Macht, nicht um Eigenmacht. Und diesen Vorgang zu verstehen und in diesem Sinne, jeder Friedensarbeiter weiß, dass das Leben in den Händen einer höheren Matrix liegt. Und das, was ich hier so bewundere, ist, wie sehr diese Menschen beispielhaft den Weg der Gewaltfreiheit gehen. Wir hatten gestern ein Treffen mit dem Rat hier dieser Gemeinschaft, die gewählt wurden, um die Gemeinschaft zu begleiten und zu koordinieren. Und sie haben uns sehr gebeten um Hilfe, weil sie wissen, dass sie diesen Weg alleine nicht gehen können. Sie stehen in immenser Solidarität zu dem Vorgang in Gaza, wo sie wissen, im Moment steuert die Welt auf einen Weltkrieg zu. Und die Frage, wie können sich hier wirkliche Gemeinschaften bilden, die sich verbinden mit einer Lebensmacht, die höher ist als alle Gewalt, bewegt die Herzen hier. Und sie sagen, egal wer von uns umgebracht wird, wir bilden diesen Gemeinschaftskern, der lässt sich nicht auslöschen. Ja, so gehe ich hier aus dieser Gemeinschaft. Wir werden zu den Arawakas reisen, zu den Indigenen in die Santa Marta-Gegend hier. Und ich bin voll bewegt mit der Frage, wie können wir unser Privileg nutzen, um wirklich in Solidarität und Kraft mit denen zu stehen, die hier täglich bedroht werden. Wie kommen wir zu einer Bewegung, die wieder weiß, dass es darauf ankommt, unsere Stimme zu erheben und dass es wichtig ist, wie wir sie erheben, dass wir nicht gegen die Macht des Krieges gehen, sondern dass wir mit aller Kraft nach einer höheren Macht suchen. Und so nehme ich noch einmal dieses Bild der heiligen Männlichkeit zu mir. Man stelle sich vor, es gibt Kulturen, wo die Balance der Kräfte eintritt, wo wir das Weibliche und das Männliche so tief ehren, dass wir die Führung erhalten, die wir brauchen,
aus der Matrix des Lebens selbst. In diesem Sinne danke ich für alle, die uns in Solidarität begleiten. Ihr findet detaillierte Anweisungen, detaillierte Berichte von unserer Reise auf meinem Tagebuch. Und ihr werdet weiter von uns hören. Wir reisen weiter und wir werden gemeinsam mit Rajendra, Sin, Indra und der Defense the Sacred Alliance darüber nachdenken, was sind die nächsten Schritte, die wirklich hier Schutz gewähren. Und eine kleine Delegation aus Tamera, Phoebe, Katja und Elisa werden weiter hier bleiben in der Gemeinschaft. Es teilen sich unsere Wege und wir werden alle unsere Intelligenz aktivieren mit der Frage, was ist unser Beitrag in dieser Zeit, in der wir leben, in Solidarität, Anteilnahme und Liebe und in der Kraft einer neuen Vision. Danke und Ja, Asim.